Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minivaro. Ja, ich komme jetzt gerade vom ersten Tag von meinem Praktikum zurück. Ja, es ist jetzt 5:30. Ich muss von 9:30 bis bis jetzt ungefähr arbeiten. Manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Ja, und deswegen bin ich dementsprechend auch nicht eingespielt, beziehungsweise auch noch ein bisschen müde und so, aber ich hoffe, dass es zu verstehen. Es ist halt ein bisschen stressig, jetzt im Praktikum dann auch noch Varo aufzunehmen. Deswegen kann es auch mal sein, dass eine Folge einmal gar nicht kommt und dafür am Tag zwei Folgen kommen. Ja, werde ich mir mal überlegen. Ich würde sagen, wir gehen aber direkt erstmal auf den Server. Ich wollte das nur ganz kurz vorab sagen. Ja, hoffentlich. You have. Ah, ich habe heute 30 Minuten, weil ich, glaube ich, mal einen Tag sogar nicht aufgenommen habe. Beziehungsweise 12 Stunden nicht. Das ist natürlich ganz nice, kann ich gleich noch eine Folge produzieren. Das bedeutet, ich bin erstmal ausgedeckt. Ja, wenn jeden Tag eine Folge kommt, weil ich glaube, zwei Folgen schaffe ich wirklich nicht. Ah, vielleicht doch, aber ich kann es nicht versprechen. Ja, also dann könnte ich jetzt gleich, weil jetzt habe ich ganz kurz Zeit. Hoffentlich. Auch wenn ich gerade keine Minecraft-Sounds habe. Ah, ich habe mich hier eingebaut, genau. Ja gut, also ich würde sagen, das Campen klappt irgendwie nicht und meine Grafik ist noch gerade extrem low eingestellt, weil es einmal mega geleckt hat. Muss ich erstmal wieder alles anmachen. Es hat einmal mega geleckt. Das lag, glaube ich, daran, dass mein PC irgendwie gerade ein bisschen zu oft benutzt wurde, also ein bisschen überfordert war sozusagen. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Mache jetzt erstmal alles wieder an. Das habe ich alles. Ich glaube, es muss an. An. Ist extrem dumm, dass ich das hier mache. Aber gut. Performance. Mach einfach mal alles an. Ah, okay, das mache ich aus. Okay, egal. Ja, ich hoffe, jetzt geht's. Jetzt habe ich 30 FPS beim Aufnehmen. Das klappt einigermaßen. Ja, mich würde es mal interessieren, was hier ist. Würde mich mal interessieren. Hashtag Eld. Die haben auch alle einen Teamnamen gemacht. Direkt zerstören. Was war hier drin? Wir wetten, hier ist eine Falle. Wer kämpfen will, schreibt mich an Skype. Oh, ich dachte gerade, das wäre eine Falle. Scheiß Zombie. Ich dachte schon, ist ja irgendwie eine Falle, deswegen. Gut. War auch irgendwie gerade extrem dumm, da reinzugehen. Ja, hier ist ein Enderman. Ich hasse es, wenn es mal irgendwie so. Naja, ich finde 30 FPS nicht mehr so extrem. Ich gucke jetzt nur noch auf die. So, Enderperle leider nicht. Okay, gut. Diesmal wollten wir ein paar Level besorgen. Das heißt, wir killen jetzt nur noch Mobs erstmal. So. Oh, der Dings greift mich an. Skelett. Muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht an Mobs sterbe. Ah, doch, ich habe aber ganz leise Minecraft-Sounds, sehe ich gerade. Ja, und zwei Enderperlen. Läuft doch. Der Creeper verfolgt uns anscheinend nicht. Oh, er ist doch explodiert. Ich dachte, wir wären schon ein bisschen zu weit weg. Aber okay. Ja, meine Cape habe ich immer noch an. Ich weiß nicht, ob ich die in der letzten Folge schon gezeigt habe. Ja. Also, wir müssen jetzt erstmal ein paar Mobs killen. Um an Level zu kommen. Weil es hier leider kein Nether gibt. Und ich habe gerade irgendwie erstens keinen Bock auf Farmen. Und zweitens lohnt sich das, glaube ich, nicht. Da lohnt es sich mehr, die ganzen Mobs hier zu killen. Ja, das Risiko ist natürlich, dass wir daran verrecken. Aber ich denke mal, so viele Mobs sind dann auch nicht auf einem Haufen. Ja. Essen bräuchten wir mal irgendwann auch wieder, aber momentan haben wir halt noch erstmal recht Gutes. Also recht ausreichend. Aber für den Kampf, könnte ich mir vorstellen, brauchen wir noch ein bisschen. Ja, wenn ein langer Kampf wird, natürlich. Amboss habe ich alles, dann brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nur den Amboss, um uns halt einen Stärke 3 Bogen zu machen. Ich glaube, andersrum können wir es schon machen. Ja. Stärke 3. Nice, nice. Das finde ich ganz gut. Und ja.
Okay, da bin ich wieder, ich wurde gerade ganz so zerstört. Aber es ist gutes Jan, warum man kann schnell vom Server weggehen und dann hat man die Zeit wieder. Ich weiß nicht, ob die 30 Sekunden, wo ich mich nicht bewegen kann, jetzt davon abziehen, aber es ist mir egal. Wie viele Pfeile haben wir? 25, ganz okay. Flint. Wo ist denn Flint? Haben wir noch Flint? Hier ist Flint. Ja. Jetzt brauchen wir nochmal Federn. Haben wir gar keine mehr, oder? Sehe ich hier noch. Welche? Ich sehe gerade keine. Gut. Dann Dia-Stiefel auf Random. Also nicht auf Random, wenn ich sehe, da kommt eine Scheißverzauberung drauf. Dann verzauge ich sie erstmal nicht, weil das ist schon mit den Dias momentan echt selten. Und sonst müssen wir gleich farmen. Schuss 1, nice. Okay, haben wir das. Man könnte es als Verschwendung ansehen, aber ich mache es einfach, weil ich cool bin. Und weil ich eh nicht damit rechne, dass wir gewinnen. Komme schon mega unmotiviert drüber, aber ich denke, ihr wisst es. Vor allem ist Leben angeblich nur noch 7 Leute oder so. Und die haben alle ungefähr das gleiche Gear wie ich. Deswegen wird das Ganze ganz gut. Und ich werde erstmal meine Eisenschuhe anziehen, weil wir ja jetzt noch zu keinem Kampf kommen. Und ja, der Helm ist fast Schrott. Den müssen wir mal bald erneuern. Beziehungsweise wir können uns noch einkaufen mit Schutz 1, dann können wir direkt zu Schutz 2 machen, glaube ich. Müsste doch eigentlich gehen. Ja, uns fehlt. Ja, wir müssen es dringend machen, Leute. Ich werde jetzt so ein bisschen Stripmine und hinter mir zubauen. Ja, hier ist nochmal. Ja, die Brightness habe ich schon auf ganz hochgestellt, also ihr könnt hoffentlich was gut sehen, aber ich kann es auch perfekt alles erkennen. Okay. Müssen wir jetzt dringend machen. Das ist echt mega, mega dringend gerade. Okay. So, zack. Okay. Den Kohle können wir auch mal wieder gebrauchen. Ich denke, ganz gut. Eisen nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Dia-Spitzhacke alles farben sollte, aber ich mache es einfach. Ich mache es einfach. Gravel. Ja, okay. Davon müssen wir immer ein bisschen aufpassen vor Gravel. Wenn das Sonder nicht runterfliegt, dann ist man schnell Macho und wird schnell lebendig begraben und das wollen wir ja nicht. Deswegen halte ich immer so ein bisschen Abstand. Ja, und hier haben wir Kohle. Perfekt. Nehmen wir mal alles mit. Damit wir halt auch gleich komplett erstmal für späteres Essen das Ganze braten können und auch um da gleich das vollständige Eisen alles braten zu können. Man kann es ja, glaube ich, mit Holz machen, aber es ist ein bisschen Verschwendung, glaube ich. Ach, denke ich. Jetzt einfach mal. Ich kenne mich da aber auch selber noch nicht so gut aus. Weil ich halt mehr so PvP. Spiele. Aber sowas ist auch mal ganz cool. Vor allem, weil es ja mit PvP verbunden ist. Ja, und ich habe halt Varo auch aktiv verfolgt. Also das richtige Varo. Fand es ganz cool. Und ja, da dachte ich, mache ich das doch auch. Das Ganze wäre natürlich jetzt noch heftiger, wenn ich beim Start dabei gewesen wäre. Da wäre ich übelst aufgeregt gewesen. Aber jetzt geht's eigentlich. Und wir haben jetzt hier gerade mega viel Eisen. Ja, wenn jemand auf den Server kommt, müsste ich vielleicht sneaken. Aber momentan geht's noch. Ja, ich sprinte jetzt erstmal nicht. Und einen neuen Eisen schon. Dann können wir uns direkt schon mal einen Helm machen und den zusammenquaffen. Leicht beschädigt der Amboss immer noch. Komm, nimm's auf. Okay, ich habe noch 20. Ja, ich kann die Folge jetzt. Ah, das wird jetzt so berechnet. Okay. Ja, theoretisch könnte ich auch eine XXL-Folge machen. Und die einfach über Nacht hochladen lassen. Ich glaube, das könnte ich gut machen. Ja. Dann würde ich das Ganze einfach mal machen. Habe ich jetzt den Helm schon gemacht? Nein, habe ich nicht. So viel Schrott, ne?
Aber das ist immer schlimm. Schutz 1, perfekt. Okay. Ja, an solchen Sachen bin ich halt noch nicht so schnell. Hoffe, das ist nicht so schlimm. So, zack, zack. Schutz 2 vollständig repariert. Perfekt. Sind wir doch schon mal ganz gut equipped, finde ich. Ja, die Schuhe sind fast die Hälfte, aber das geht doch klar. Vor allem, weil wir auch die Diastiefel haben. Ja, hier, das ist eigentlich Crap, könnte man eigentlich schon wegschmeißen. Oder man craftet es zusammen und hat dann. Das müsste doch gehen, oder? Ich habe mich da noch nicht so perfekt aus, wie gerade schon erwähnt. Haltbarkeit 1, Schutz sicher. Ne, da hat man ja Schutz verloren. Schutz 1, Haltbarkeit 1, das wollte ich nämlich. Kostet aber 5 Level und. Ja, wir brauchen halt nochmal Level. Das ist halt das große Problem. Aber erstmal müssen wir jetzt hier das Ganze beraten. Das ist das Wichtigste. Und in der Zeit gehe ich halt farmen, damit das halt keine verlorene Zeit ist und ich da nicht einfach rum warte. Welche Höhe sind wir denn eigentlich? 55, okay, müssen wir noch ein bisschen runter. Das ist Erde, ne? Neben Texture Pack sehe ich das so schlecht. Das ist nämlich das Rabauken-Pack von Dr. Banks und daran habe ich mich noch nicht perfekt gewöhnt. Aber ich finde es ganz cool. Ja, die Sachen lasse ich einfach liegen. Ich mach's einfach so. Ja. Hier noch ein bisschen Eisen. Nehme ich einfach mal alles mit. Kann ja nicht schaden. Wir müssen ja auch noch nicht alles brennen. Aber das meiste müssen wir jetzt erstmal dringend brennen. Dann noch ein paar Goldäpfel. Wir haben ja, wenn wir es brennen, 21 Gold. Ist auch schon mal ganz nett. Mit der Dia-Hacke geht es auch ganz gut, weil die Effizienz 1 hat Haltbarkeit 1 wäre jetzt noch ganz nice. Aber das geht noch nicht so. Okay. Ja, ich wollte gucken, wie weit das hier ist. 3 mal 25. Den Bogen halt behalten wir. Ich mache jetzt erstmal eine Kiste mit Schrott, Leute. Den Schrott, den wir nicht mehr brauchen, und den werde ich dann zurücklassen. So wie die Kiste, die ich letztens zurückgelassen habe, was mega dumm war. Ah, wir haben kein Holz mehr. Höhö. Ist natürlich perfekt. Dann müssen wir nochmal ganz kurz raus. Ja, hier geht's raus. Und uns einmal ganz kurz Holz holen. Ja. Ist auch wieder Tag, also wir können jetzt keine Level mehr farmen. Also keine Mobs mehr töten. Beziehungsweise sie spawnen halt nicht. Wenn jetzt welche da wären, könnte man sie natürlich töten, ne? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ah, 2, ich nehme mal vorsichtig über 3 mit. Kann ich gar nicht mehr aufheben, muss gleich den Guss wegschmeißen. Aber erstmal baue ich es ab. So, haben wir das. Und tauschen wir es aus. Okay, können wir jetzt gleich direkt das machen. Wo war's denn? Hier war unser Dings. Okay, perfekt. Ah, wo ging's rein? Hier, okay. Wieder zumachen, vorsichtshalber. So. Okay. Dann eine Kiste. Wo ist jetzt das Holz? Hier. Okay. Das kann weg. Das auch. So. Hier kommt jetzt erstmal die Kiste mit Schrotten. Ich muss einfach hier hin. So. So. Ah, die Knochen können wir nochmal gebrauchen. Das auch. Ah, so viel Schrott haben wir jetzt eigentlich gar nicht. Schwarzfeuer kommen weg. Fackel weg. Das weg. Komm, eine Brust mit Schuss. Sicher, wo brauchen wir die nochmal? Ja, weg. Und Eisen haben wir genug. Ja, den behalte ich nochmal. Ja, okay, die auch. Aber sonst. Ja, wüsste ich auch nichts mehr. Okay, dann lassen wir es erstmal so. Und den Stein, den wir aufsammeln. Zurück. Den Bogen behalten wir nochmal. Wenn wir was verzaubern wollen. Ja, gut. Das Eisen ist gebrannt. Dann tun wir wieder Neues rein. Kann ja mal direkt hier wieder was reintun. Ja, dann brennt das Eisen jetzt erstmal wieder. Ja, ich würde sagen, wir müssen, wenn ich jetzt gleich, wie schon erwähnt, alles brennen. Und wir nehmen jetzt gerade wieder so viel Schrott mit.
Der wieder unseren Inventarplatz blockiert. Aber egal. Sorry Leute, aber ich werde mega oft gestört. Aber egal. Ja, wir haben jetzt noch 12 Minuten und ich habe gerade einfach mal ein paar Minuten meiner, so 3 Minuten meiner Aufnahme verloren, weil ich halt so viel Cuts machen musste und dann habe ich einmal bemerkt, dass mein Mikro nicht an war und jetzt kann das komplette Dateiformat nicht erkennen. Aber okay, das bedeutet, ich habe in diesen paar Minuten hier diese Höhle entdeckt und habe oben das Eisen weitergebrannt. Also habe ein bisschen mehr Eisen reingetan. Mittlerweile haben wir jetzt 47 Eisen. Ja, und jetzt erkunde ich mal diese Höhle, die wir gerade gefunden haben oder die ich gerade gefunden habe, weil ihr ja leider das nicht sehen konntet, wie ich sie entdeckt habe. Ich bin einfach nur straight mine gegangen und schon habe ich diese unter mir entdeckt. Und hier könnten gut Dias sein. Wäre natürlich auch ganz nice. Ich nehme einfach mal das Eisen mit. Wir haben zwar schon so viel, aber mehr schadet ja nie. Und wir sind auf Höhe 18. Wenn wir jetzt hier runtergehen, sind wir noch ein bisschen höher. Also, ist schon ganz nice. Ich baue mich mal hier rüber. So, damit wir hier auch schön wieder hochkommen. So, das Eisen hier lasse ich mal weg. Und eventuell befinden sich ja hier Dias. Gold ist hier schon mal. Das ist schon mal ganz nett. Und wir haben noch 10 Minuten, das ist ja ganz okay noch. Ja, wir sind jetzt halt mal so eine XXL-Folge. Auch mal ganz cool, weil ich halt einmal 12 Stunden nicht aufgenommen habe. Ja, finde ich ganz cool. Und eventuell sind jetzt hier Dias. Wie viel Pech kann man denn haben? Oh, jetzt ein Creeper. Was macht der denn hier? Hallo, ich bin der Kai. Okay. Ich glaube, ich habe das falsch genommen. Ich Idiot. Egal. Okay, cool. Formerly known as. Oh, shit. Oh, shit. Wenn er mir jetzt nachjoint, ne? Ich sneak mal ein bisschen, aber theoretisch müsste er mich auf dieser Höhe nicht mehr finden. Jetzt noch ein bisschen Strip Mine. Was hast du vor? Joint erstmal nach. J. J. Ich glaube, ich muss mich gleich erstmal hinlegen. Das jetzt zwar, das ist schon mal ein Fortschritt, weil ich halt kaum sitzen konnte. Wenn er mich killt, ne, bin ich so am Arsch. Wie das heute die letzte Folge. Ich habe geschrieben, bin eh bald weg, obwohl wir noch 10 Minuten haben. Wie? Welche Höhe? 13, eigentlich perfekte. Ja, wir können ja nochmal einen tiefer gehen. Und noch eine Höhle. Wenn da jetzt keine Dias drin sind, fühle ich mich echt verarscht. Ich weiß natürlich nicht, ob es Zufall war, dass hier Wasser drauf geschüttet wurde. Bzw. halt, ob hier schon einer war, weiß ich natürlich nicht. Aber es könnte natürlich auch sein, dass hier wirklich keiner war. Und das Wasser einfach so hier ist. Das wäre natürlich ganz nice. Oh. Wenn er jetzt in dieser Höhle war, ne? Und es könnte sein, dass es von der anderen Seite noch einen Eingang gibt und er dann in dieser Höhle ist. Sind alles nur so Sachen. Ach, wieder keine Dias. Ich meine, ich bin schon so oft gestrippt, meint. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, strippt man doch mal auf dieser Höhe, strippt man doch mal auf dieser Höhe. Das bringt nichts. Das Einzige, was ich wirklich versuchen könnte, wäre hier den Lavasee entlang. Weil bekanntlich soll neben Lava. Ja, Dias
sein. Aber es ist auch extrem gefährlich. Ja, mal gucken. Aber so viel Pech wie ich kann man noch gar nicht mit den Dias haben. Ich meine, irgendwann müsste man doch mal Dias finden. Ja, wir hangeln uns gerade direkt neben dem Lava. Neben der Lava. Okay, da sehe ich es anscheinend nicht gerade sehr, wie soll man sagen. Also ist. Oh, da sind Dias. Ja, Mann, endlich. Cobblestone, komm. Bau dich dahin. Habe ich gerade mega übersehen. Okay. Wahrscheinlich habt ihr schon vor 3 Sekunden oder so bemerkt, also seitdem ich hier das aufgebuddelt habe. Nice. Ein Dia. Ist ja jetzt. Oh, gut, ich habe ihn. Aber da waren unsere Dias drin in der einen Chest, ne? Ne, doch nicht, ne, doch nicht. Ich habe die alle verballert, vor allem für Schuhe. Schon einen Schock bekommen. Oh, ich habe sie noch bekommen. Die können natürlich auch in die Lava fallen, deswegen mache ich mal alles zu. Nice. Oh, da oben ist noch einer. Okay, wie viel haben wir jetzt? Nice, 6 Stück. Wir könnten uns schon eine Hose machen. Ich glaube, darauf werde ich auch gehen. Ich werde jetzt erstmal auf Full Dia gehen. Ich weiß nicht warum, aber ich werde es einfach tun. Man könnte es jetzt als mega dumm ansehen, was ich da mache, aber ich werde es einfach machen. Komm, wir müssen jetzt eben nach oben, weil wir kaum noch Zeit haben. Und ich denke, ich werde in der nächsten Folge kaum. Bist schon angezeigt, noch 5 Minuten? Nee. Weil ich in der nächsten Folge schlecht den Weg wieder zurückfinden werde und mir dann erstmal die Folge angucken muss, was ich wahrscheinlich vergessen werde. Oh, hier geht's schon mal nicht lang. Damit geht's schon los, Leute. Damit geht's schon los. Wo war denn der Weg jetzt? Ja, dann muss es hier lang gewesen sein. Ja. Na, hier war es bestimmt auch nicht. Hier war's. Ja, hier habe ich gestrippt, meint. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu der einen Höhle, die ich entdeckt habe. Gleich. Und danach. Ja, hier kommen wir jetzt erstmal her. Und dann kommen wir gleich zu der ersten Höhle. Ja, ich weiß schon, wo wir sind. Okay, jetzt natürlich bitte nicht da reinfallen. Davon profitiert keiner. Außer vielleicht die Tatsache, dass einer mehr weg ist, aber ist ja auch gerade nicht gerade das Wichtigste, sondern mehr, dass man die Sachen bekommt von denjenigen. Weil die eine Lava verbrennen, hat man nicht gerade sehr viel von. Dias. Ich lüge jetzt einfach mal nicht an. Okay. Ja, haben wir schon 2 von 4? Ja, 2 von 4 Dia. Und das Ganze müsste jetzt fertig gebrannt sein. Immer noch nicht. Okay. Also schon heftig. Dann machen wir uns jetzt einfach mal die Hose, Leute. Ach, wir können uns doch gar keine Hose machen, dafür braucht man 7. Aber wir können uns den Helm machen. Helm oder was gibt's denn noch? Brustharnisch kostet noch mehr. Wir hatten gerade die ganze Zeit keine Hose an. Ach, ich dachte, ich habe sie schon weggeworfen. Ja, komm, wir machen jetzt aber den Helm. Manche Leute werden es als Verschwendung ansehen. Manche werden es nicht als Verschwendung ansehen. Ja, ist mir relativ egal. Ich meine, es ist ja meine Sache, was ich mache. Explosionsschutz. GG. Explosionsschutz. Explosionsschutz wollen wir nicht. Aber wir wollen mal gucken, was auf diesem Schwert draufkommt. Schärfe 1. Haltbarkeit 1. Brauche ich natürlich Bücher. Machen wir das oder machen wir das nicht? Das ist die Frage.
Komm, wir lassen es erstmal sein und verzaubern irgendeinen Random. Erstmal müssen wir die Hose verzaubern. Ach, ich meine nicht verzaubern, sondern zusammencraften. Schutz 1, Haltbarkeit 1. Perfekt. Nice. Okay. Sind wir schon mal ganz gut ausgerüstet? Für den Kampf werde ich dann natürlich die Nierstiefel anziehen. Und das muss ich mal gucken, wie ich das Ganze verzaubern werde. Ich könnte theoretisch jetzt auch mal. Komm, wir craften jetzt einfach mal ein paar Sachen zusammen. Jetzt verzaubern wir mal ein bisschen. Jetzt geht der Spaß mit den Verzauberungen los. Brustplatte noch. Und hoffentlich werde ich nicht failen. Und ich habe gerade irgendwas. Ich habe gerade eine Hose gemacht. Okay. Wie macht man nochmal eine Brustplatte? Bin ich gerade total behindert? Bin ich gerade total behindert? Oder so? Okay, ich werde auch in 30 Sekunden gekickt. Aber nächste Folge können wir dann das Ganze verzaubern. Nehmen wir das mal direkt raus. Doch mal ganz nice. Dann tun wir hier nochmal unnötigen Scheiß rein. Okay. Ich denke so, dass das gewesen sein müsste. Ja, gut. Okay. Also, ich hätte jetzt noch die Sachen abbauen müssen, falls uns jemand klaut, aber egal. ich hoffe es einfach mal nicht. Ich werde direkt reingehen und dann, also am nächsten Tag direkt reingehen, sobald es geht. Theoretisch könnte ich ja morgens noch eine Folge aufnehmen. Fällt mir gerade ein. Das wäre ganz gut, eigentlich. Ja, weil ich muss jetzt um 9:30 anfangen wegen dem Praktikum. Ja, das war jetzt mal eine extrem lange Folge. Ja, hoffe, sie hat euch gefallen. Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Ja, ich habe bis zum Ende geschaut, wenn ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich bin immer so ideenlos. Ich hätte jetzt noch ein cooles Wort mir einfallen können, aber ich bin einfach so ideenlos, Leute. Ja, also dann bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.